In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man trigonometrische Gleichungen mit Hilfe der Doppelwinkelformel lösen kann. Natürlich schauen wir uns zuerst die Formel an. Es gibt eine Doppelwinkelformel für die Sinusfunktion und eine weitere für die Cosinusfunktion. Auf die Herleitung dieser Formel werde ich an dieser Stelle verzichten. Mir geht es hier rein um die Anwendung. Um wie man diese Formel anwendet, sehen wir gleich anhand verschiedener Beispielaufgaben. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Wir wollen natürlich diese Gleichung lösen. Und in erster Reihe sollte euch bei dieser Gleichung die Tatsache stören, dass beide trigonometrische Funktionen vorhanden sind Sinus und Cosinus. Aber bei näherem Betrachten sollte euch auffallen, dass in Sinusfunktion dieser Doppelwinkel steht, also dieser 2x. Das bringt uns dann auf die Idee, die Doppelwinkelformel für Sinus anzuwenden. Und die lautet Sinus von 2x ist gleich 2 Sinus x mal Cosinus x. Das bedeutet, wir ersetzen dieses Sinus von 2x mit das, was uns die Formel hier liefert. Entsprechend haben wir dann 2 Sinus x mal Cosinus von x ist das gleiche wie 2 Cosinus von x. Um den richtigen Lösungsansatz für diese Gleichung zu wählen, ist es immer empfehlenswert, alles auf eine Seite zu bringen. Das bedeutet, wir bringen jetzt dieser 2 Cosinus x mit minus 2 Cosinus von x auf der linken Seite. Entsprechend haben wir dann 2 Sinus von x mal Cosinus von x minus 2 Cosinus von x und das Ganze ergibt 0. An dieser Stelle muss euch auffallen, dass in beide Terme dieser Cosinus von x vorkommt. Also wäre sehr empfehlenswert, Cosinus von x auszuklammern und entsprechend dann später diesen Satz vom Nullprodukt anzuwenden. Also wir klammern Cosinus von x aus. Entsprechend bleibt dann auf der linken Seite nur noch 2 Sinus x übrig. Und auf der rechten Seite natürlich, wenn Cosinus von x weggeht, bleibt ja nur noch die minus 2 übrig. Und das Ganze ist gleich 0. Jetzt, nach diesem Satz vom Nullprodukt, also wir haben hier ein Produkt aus zwei Termen, einmal Cosinus x und einmal unsere Klammer, können wir jeder dieser Terme 0 setzen. Entsprechend haben wir dann Cosinus von x kann 0 sein. Oder alternativ kann auch der Inhalt dieser Klammer 0 sein. Das heißt 2 Sinus x minus 2 ist gleich 0. Wir betrachten zuerst die linke Gleichung, also Cosinus von x gleich 0. Um diese Gleichung nach x aufzulösen, wenn kein Taschenrechner vorhanden ist, braucht ihr entweder eine passende Wertetabelle oder die Schaubilder der Sinus- und Cosinusfunktion. In diesem Fall brauchen wir natürlich die Cosinusfunktion, das ist die blaue Kurve. Und wir suchen einfach den ersten Wert für x, für dem die Cosinusfunktion 0 ist. Und ich glaube, der ist anhand dieses diese Abbildung sehr gut erkennbar. Das passiert hier bei Pi halbe. Also, unsere erste Lösung ist dann x ist gleich Pi halbe. Auf der rechten Seite müssen wir natürlich noch ein bisschen umformen. Also wir bringen zuerst dieser minus 2 mit plus 2 auf der anderen Seite. Dann haben wir 2 Sinus x ist gleich 2. Entsprechend teilen wir dann noch durch 2 und somit haben wir sinus x ist gleich 1. Also jetzt müssen wir auf die grüne Kurve schauen, für welchen x-Wert nimmt die sinusfunktion den Wert 1 an. Und das ist zufälligerweise sogar der gleiche x-Wert, also sinus ist hier 1, wo der Hochpunkt ist, also wäre auch hier die Lösung pi halbe. Gut, dann haben wir halt eine doppelte Lösung. Aber Vorsicht, das mit der doppelten Lösung sieht nun beim ersten Blick so aus. Es müssen sich nicht alle Lösungen wiederholen. Wenn wir wieder auf unsere Cosinusfunktion schauen, also die Lösung war ja pi halbe, und wir haben ja die x-Werte gesucht, wo die Cosinusfunktion 0 ist. Wenn wir jetzt am Schaubild weiterschauen und weitere x-Werte suchen, dann werden wir natürlich gleich auf 3pi halbe stoßen, da ist Cosinusfunktion auch noch 0. Oder hier hinten wäre theoretisch 5pi halbe, da ist Cosinus auch 0. Also wenn wir jetzt nach einer Regelmäßigkeit suchen, mit dem sich diese Lösung wiederholen, dann sollte man schon erkennen, dass es immer die halbe Periode ist, also pi, das ist die Hälfte von der Standardperioden der Cosinusfunktion und zwar 2pi. Wenn wir also an dieser Stelle die allgemeine Lösung angeben wollen, dann hätten wir einmal diesen Startwert, pi halbe, plus k mal die halbe Periode, also k mal Pi. Wobei k natürlich diese Laufzahl ist und ein Element von z, also ganze Zahlen, egal ob positiv oder negativ. Bei der Sinusfunktion dagegen sieht ein bisschen anders aus. Also wir haben zwar als Startlösung die gleiche Lösung, x gleich Pi halbe, allerdings wir müssen gucken, wo die Sinusfunktion weiter auf der x-Achse den Wert 1 annimmt. Und die nächste Lösung wäre dann natürlich erst hier. Bei 5pi halbe. Also erst hier wäre die Sinus wieder 1. Das bedeutet, bei der Sinusfunktion wiederholen sich die Lösungen nach der ganzen Periode, nach 2pi. Also wenn wir hier die allgemeine Lösung aufstellen, dann hätten wir pi halbe plus k mal 2pi. Wobei wieder dieser k-Element von z ist. Also aufpassen. Auch wenn die Startwerte gleich sind, das bedeutet nicht, dass sich die Lösungen mit der gleichen Regelmäßigkeit wiederholen. Deshalb ist natürlich wichtig, dass wir beide allgemeine Lösungen hinschreiben. Bei der zweiten und letzten Beispielaufgabe wollen wir uns natürlich anschauen, welche Überraschung die Doppelwinkelformel für Cosinus mit sich bringt. Also wir haben hier diese Gleichung und ich glaube auffällig ist die Tatsache, dass die zweite Kosinusfunktion 2x drin hat. Also, das verlangt wieder diese Doppelwinkelformel. Und für Cosinus von 2x können wir dann Cosinus Quadrat von x minus Sinus Quadrat von x schreiben. Das machen wir jetzt auch. Also, wir sagen dann Cosinus von x plus Cosinus Quadrat von x minus Sinus Quadrat von x. Natürlich gleich 0. So, welcher Term ist hier fehl am Platz? Natürlich Sinus. Wir haben schon zwei Cosinus-Terme. Es wäre ganz gut, wenn der auch verschwinden würde. Und dieser Sinus-Quadrat von x können wir nur über diesen sogenannten Hauptsatz der Trigonometrie verschwinden lassen. Das heißt, Sinus-Quadrat von x plus Cosinus-Quadrat von x ist gleich 1. Natürlich müssen wir hier noch an der Stelle ein bisschen umformen. Dann kriegen wir für Sinus-Quadrat von x einfach 1 minus Cosinus-Quadrat von x. Und das setzen wir natürlich in unsere Gleichung ein. Entsprechend haben wir dann Cosinus von x plus Cosinus Quadrat von x minus Klammer auf. Wie so eine Klammer, weil wir hier zwei Terme haben an dieser Stelle. Und dann entsprechend an dieser Stelle kommen dann 1 minus Cosinus Quadrat von x. Klammer zu ist gleich Null. Natürlich müssen wir diese Minusklammer hinten auflösen und die Terme so weit wie möglich zusammenfassen. Also vorne bleibt alles gleich. Cosinus von x plus Cosinus Quadrat von x. Dann, wenn wir die Minusklammer auflösen, haben wir einmal minus 1. Und minus mal minus ergibt plus Cosinus Quadrat von x ist gleich 0. Wir können diese Cosinus-Quadrat von x-Therme zusammenfassen und natürlich nach der höchsten Potenz von Cosinus ordnen das Ganze. Also entsprechend haben wir dann 2 Cosinus-Quadrat von x, gefolgt von Cosinus x und am Ende noch minus 1 ist gleich 0. So eine Art von Gleichung kann man allerdings nur mit Substitutionen lösen. Das heißt, wir substituieren, und zwar, also ich habe hier abgekürzt Subst, Cosinus von x mit irgendeiner Buchstabe. Ich nehme jetzt an dieser Stelle u, aber theoretisch könnt ihr alles nehmen, was ihr aus dem Unterricht kennt. Entsprechend entsteht dann eine quadratische Gleichung: 2u plus u minus 1 ist gleich 0. Und um die zu lösen, brauchen wir natürlich die sogenannte abc-Formel oder Mitternachtsformel. Ich hoffe, dass das hier dann noch in Erinnerung hat. Und dann fangen wir an mit minus b, das wäre in diesem Fall minus 1 plus minus Wurzel aus b2, das ist in diesem Fall 1 ins Quadrat, minus 4 mal a, also mal 2 mal minus 1. Und das Ganze durch 2 mal a, das ist dann 2 mal 2. Zuerst fassen wir diesen Term unter der Wurzel zusammen. Hinten haben wir minus 4 mal 2 sind minus 8, mal minus 1 sind 8, plus 1 sind 9. Entsprechend haben wir dann Wurzel aus 9, was wiederum 3 ist. Also minus 1 plus minus 3 durch 2 mal 2 sind 4. Somit kriegen wir für diesen U zwei Lösungen raus: einmal U1. Minus 1 plus 3 sind dann 2, durch 4 sind natürlich 1 halb. Und die zweite Lösung lautet dann minus 1, minus 3 sind minus 4, durch 4 sind minus 1. Und leider sind wir noch nicht fast fertig, wir müssen natürlich noch re bzw. rücksubstituieren. Deshalb schreibe ich hier noch abgekürzt resubst. Also, wir benutzen diese U-Werte, um die passenden x-Werte zu bestimmen. Das bedeutet, wir nehmen die einzelnen U-Werte und setzen sie hier oben unserer Substitution für U ein. Entsprechend werden wir danach x umformen. Erste Möglichkeit, die sich ergibt, ist, dass Cosinus von x gleich ein halb ist. Das ist ein bisschen Platz. Und dann die zweite Möglichkeit ist, dass Cosinus von x gleich minus 1 ist. So, wenn ihr keinen Taschenrechner zur Verfügung habt, gibt es nur zwei Alternativen. Entweder ihr benutzt eine Wertetabelle oder die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel für diese erste Gleichung, Cosinus x ist gleich 1 halb, versuchen würden, die Lösung zu bestimmen mit Hilfe des Schaubildes, also mit Hilfe der blauen Kurve, stößen wir gleich auf ein kleines Problem. Und zwar, wenn wir uns diese 1 halb jetzt hier an der y-Achse vorstellen, und das Ganze bis zu der Kosinuskurve verfolgen, merken wir sehr leicht, wir treffen nicht auf einen genauen Wert. Deshalb brauchen wir an dieser Stelle natürlich die Wertetabelle. Wir schauen jetzt hier in die letzte Zeile, welchen x-Wert die Kosinusfunktion dem Wert 1 halb annimmt und dann werden wir schnell fündig bei Pi Drittel. Also das heißt, die erste Lösung an dieser Stelle heißt Pi Drittel. Wieso sage ich jetzt die erste Lösung an dieser Stelle? Natürlich muss das nicht die einzige Lösung innerhalb einer Periode sein. Und natürlich ist das auch leider hier der Fall. Das bedeutet, wenn wir jetzt diesen Wert einhalb hier weiter verfolgen auf der Kosinuskurve, spätestens hier stoßen wir auf die zweite Lösung, die auch ungenau ist leider. Aber mit Hilfe der ersten Lösung können wir diese zweite Lösung bestimmen. Wenn hier der Abstand Pi Drittel ist, zwischen 0 und der ersten Lösung. Natürlich muss zwischen der zweiten Lösung und 2Pi ebenfalls der Abstand Pi Drittel sein. Das heißt, die zweite Lösung, nennen Sie jetzt x2 und das ist dann x1, ist dann 2Pi minus Pi Drittel. Das kann man natürlich mit 3 erweitern. Dann hätten wir 6Pi Drittel minus Pi Drittel sind entsprechend 5Pi Drittel. Also für die erste Gleichung bei der Resubstitution hätten wir dann zwei verschiedene Lösungen und die können wir dann entsprechend auf Also diese Lösungen wiederholen sich immer nach der ganzen Periode und die beträgt natürlich 2π. Also hier steht dann plus k mal 2π und entsprechend auch hier plus k mal 2π, wobei k wieder Element von z ist. Bei der zweiten Resubstitution ist es ein bisschen einfacher. Da schauen wir einfach, wo die Cosinusfunktion minus 1 ist. Dann sehen wir auch hier am Schaubild. Also hier ist Cosinus minus 1, also an der Stelle Pi. Und das wäre dann auch unsere erste und einzige Lösung innerhalb einer Periode. Weil diese Lösung wiederholt sich nur immer nach der ganzen Periode. Deshalb Müssen wir nicht nach der weiteren Lösung suchen und wir können die ganze Sache wieder verallgemeinern. Also k mal 2Pi. Und jetzt schreibe ich es einmal hin mit k Element von z. Also können wir hier an dieser Stelle mit gutem Gewissen sagen, dass unsere dritte und letzte allgemeine Lösung x3 ist mit Pi plus k mal 2 Pi. Und damit wäre die Gleichung gelöst. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits anhand der Beispielaufkappen gemerkt, neben dieser Doppelwinkelformel braucht ihr natürlich auch die Schaubilder der Sinus- und cosinus zu kennen bzw. eine Wertetabelle. Natürlich nicht zu verachten sind auch die Eigenschaften der trigonometrischen Funktion, wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung und Symmetrieeigenschaften. Außerdem gibt es noch andere interessante Ansätze zum Lösung von Gleichungen mit Hilfe des Hauptsatzes bzw. der Additionstheoreme. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergiss nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.